Wir haben die lange nicht gesehen. Ja, und wir werden es am Set nicht sehen. Nein. So, der nächste Kandidat. Machen Sie sich frei. Gut, Herr Silberschneider. Ja, bitte. Ich probiere auf den, vielleicht probiere ich einen zweiten Hosenträger. Der ist schon sehr gut. Liebe Grüße vom Josef Hader. Danke, zurück. Ist der jetzt wirklich in Mallorca? Na wo? In Gran Canaria. Was? In Graz. Holzfäll. Du hättest mir schon die Dicken geben können. Hättest aber du über die Dicken? Nein, jetzt probieren wir den mal. Das schaut gut aus. Und ein Gürtel auch. Hosenträger und Gürtel. Für vorsichtige Menschen immer besser. Jetzt ziehe ich, was ich anhabe. Und das schaut eh wieder furchtbar aus. Die sind halt immer so. Ich denke mir immer, ich spüre genau das, was ich nie spielen wollte. Immer diese Typen, die ich aus meiner Jugend kenne. Und die immer furchtbar gefunden habe. Es ist so, ja. Ja, das gefällt mir auch. Das ist fast wie eine Uniform. Das hat die Türen noch immer. Das ist natürlich, weil ich halt Kinderschokolade esse, ja nicht? Oder so. Irgendwie so komisch gescheiterte, spießbürgerliche Mittelstandsexistenzen, so graue Mäuse irgendwie so. Finde ich aber eh gut. Das kommt im österreichischen Kosmos auch vor. Herr Brenner, ich habe wieder vergessen. Auf dem Himmel, der Scheiße, aber das Vorkaufsrecht für ein Haus, das hätte ich gern. Mir ist das eigentlich wurscht, was ich spiele. Es ist so, das kannst du im Leben auch nicht aussuchen, wo du wirst oder wie du ausschaust. Und das kann man beim Film auch nicht. Voll modern. Ja, finde ich auch. Hipster. Vor allem wie so ein Yogi-Bär. Alles so weich wie ein Yogi-Bär. Ich rede so viel Blödsinn. Der Herr Thüringer hat sicher viel was Gescheites geredet beim Unsinn.